Mit dem Klick auf dieses Video sparst du jetzt schon Geld, denn du überlegst endlich vom Auto auf das Motorrad, auf den Roller umzusteigen. Heute alles, was du beachten musst, wenn du diesen Switch wagst, denn es ist gar nicht mal so unkompliziert. Denn ein Roller oder ein Motorrad, das ist ein anderer Verkehrsteilnehmer mit anderen Vorteilen, aber auch Nachteilen. Dementsprechend heute ohne viel Angstgeschwafel und Co. zu den echten Vor- und zu den echten Nachteilen. Grüß euch, mein Name ist Tom und das ist motochecker.at, die Motorradvergleichsplattform im Internet. Und bei uns bei Motochecker vergleichen wir nicht nur Motorräder miteinander oder testen Motorräder, sondern häufig auch leistbare Roller, leistbare Konzepte, die uns den Alltag wirklich Geld sparen können. Und wenn ich mir anschaue, was heute ein Elektroauto kostet und was ein Elektroauto auch in der Zukunft kosten wird, dann wird ein Roller die Zukunftsalternative sein. Egal, ob ich mir einen Suzuki Burgman, Address oder Avenis kaufe, die alle um den dicken blauen Daumen 3000 Euro kosten, was eigentlich ein Lercherschaß ist, dann an Verbrauch haben von gerade mal 1,9 Liter, dann muss man ganz klar die Frage stellen, mit was für einem Fahrzeug kannst du billiger kommen als mit einem Roller. Jetzt hätte ich gesagt, nachdem das offensichtlich aus dem Weg geräumt ist, tauch mal ein zu den einzelnen Vor- und Nachteilen. Die erste Frage, die du dir natürlich stellen musst, die Vor- und Nachteile dann auch sind, ist, welche Raddimensionen möchtest du haben? Kleine Räder sind besonders wendig, besonders agil, aber du hast das große Thema, wenn du viel über Land fahren musst, dann ist es ziemlich unangenehm, weil sie nicht ganz so ruhig laufen. Und darüber hinaus haben große Räder natürlich die bessere Schlaglochabsorption. Je nachdem, ob du in Berlin wohnst oder Wien wohnst, sind die Straßenverhältnisse deutlich unterschiedlich. Dementsprechend, kleine Roller sind deutlich stärker für die Stadt geeignet. Für den Moment, wo du spritzig und witzig durch die Kurve fahren möchtest, aber jetzt nicht unbedingt über Land über größere Distanzen fährst. Bei den 125er Rollern, die wir hier hinter uns haben, die du ganz einfach mit dem Autoführerschein fahren darfst, in Österreich, Deutschland. Deutschland brauchst du den B196, das ist ein bisschen aufwendiger als in Österreich. In Österreich ist sein Kurs, in Deutschland sind es ein paar Fahrstunden und ich glaube auch eine Fahrprüfung. Fakt ist, du brauchst bei beiden Varianten den Autoführerschein im Vorhinein und kannst dann den Code 111 machen, außer du machst den A1-Führerschein. Das ist aber dann die Frage, was hast du jetzt aktuell vermutlich ein Autoführerschein. Dementsprechend, Code 111 ist der leichteste Zugang zu dem Thema. Die nächste Frage, die du dann auch maßgeblich zu deinem Komfort beiträgt, ist, ob du einen Durchstiegsroller hast oder einen normalen Roller. Denn beim Autofahren haben wir das immer das Thema, du musst einkaufen gehen, du musst was mitnehmen und die Frage ist, naja, kann ich alles in meinen Roller reinpacken? Was geht? Und dann muss man ganz klar zum Durchstiegsroller greifen. Da hast du wirklich die komfortabelste Sitzposition und kannst aber gleichzeitig auch ein 6er Tragerl Bier, ein 6er Tragerl Mineral ohne Probleme reingeben oder einfach auch einen Rucksack herhängen. Und du kannst dann ganz einfach mit dem durch die Stadt cruisen, ohne viele Troubles. Der Vorteil oder der Nachteil ist hier nur dabei, dass du deswegen jetzt nicht die ganze Zeit so viel Masse mitschleppen musst wie beim Auto. Wenn du ein Kombi hast, dann fährst du mit 1,5 Tonnen herum, beim Roller fährst du mit hier von um die 100 Kilo herum, was halt dann eben auch diesen extrem niedrigen Spritverbrauch mit sich bringt und eben auch, um die Umweltbilanz herauszuheben, extrem wenig Material benötigt, um so einen Roller eigentlich herzustellen. Noch ein Vor- und Nachteil beim Roller ist, du musst immer einen Helm tragen. Die Frage stellt sich immer, wo gibst du den Helm hin? Tendenziell hast du unter jedem Roller ein großes Fach, wo du wirklich Zeug reinbringst. Hierbei, wenn du alleine wohnst, locker einen Wochenendeinkauf und wenn du mit einer Freundin oder einem Freund zusammen wohnst, ja, dann musst du ein bisschen sparsamer leben, aber du hast immer noch die Möglichkeit, beim Durchstiegsroller unten Zeug zu platzieren und darüber hinaus haben viele Roller, und das ist auch in dem Fall so, ein Topcase und in diesem Topcase bringst du auch richtig viel Zeug unter, wie zum Beispiel einen Motorradhelm. Und warum ich den Motorradhelm jetzt hier explizit heraushebe, ist, das ist mein größter Kompromiss, den ich eingehen würde. Ich würde keinen Jethelm beim Rollerfahren tragen, denn der urbane Verkehr, wo wir gleich dazu kommen, hat ein paar Spezialitäten und dementsprechend schaut, dass hier vorne ein Schutz ist, der nicht nur ein einfaches Glas ist, weil das ist sinnvoll. Ihr könnt es gerne mit Brille fahren und so, alles gut. Aber bitte nehmt so einen Helm anstatt einen Jethelm. Vollvisier wäre natürlich das Optimum. Aber ich weiß, viele da draußen von Rollerfahren wollen keinen Jethelm, weil es ihnen nicht gefällt. Aber diese Art von Helmen sind ziemlich cool, sind ziemlich lüftig, leicht und unkompliziert und passen auch ohne Probleme rein. Wenn du zwei Jethelme kaufst, dann bringst du die übrigens auch hier meistens drunten rein. Aber ich bin eben kein Fan von Jethelmen, weil die deutlich mehr Risiko bieten als Vorteile. Jetzt kommen wir aber zu den Punkten, die fahrerisch deutlich anders sind, als das beim Auto üblich ist. Je nachdem, welchen Roller du fährst, musst du dich an die langsamere Fahrweise anpassen. Wenn du dann V8 AMG in die Arbeit gefahren bist, dann wirst du beim Überholen deutlich schneller gewesen sein, als mit einem 125er. Allgemein muss man sagen, natürlich die Knutschkugeln, da sind Roller
genauso schnell, aber die normalen Autos sind Roller meistens langsamer, gerade die 125er Roller. Die haben einen Topspeed von um die 90 km/h, GPS gemessen, wir haben Testberichte zu allen drei Rollern hier schon gemacht, dann könnt ihr aufs i klicken, kommt ihr dorthin. Fakt ist, du musst dich daran gewöhnen, dass du beim Überholen mehr Zeit benötigst oder mehr Reserven benötigst. Allgemein kann man auch das sagen, Überholen ist eigentlich gar nicht mehr das, was notwendig worden ist, sondern jetzt geht es eigentlich um strategisch schlaue Platzierung beim Motorradfahren, beim Rollerfahren. Insbesondere, wenn es um die Ampelregelungen geht. Und hier gibt es die Möglichkeit zu filtern, nennt sich das. Das bedeutet, dass man sich an den Autos vorbeischlängelt und nach vorne hinstellt und vorne platziert. Aufgepasst, das ist eigentlich so nicht erlaubt. Denn für Roller und Motorradfahrer gelten die gleichen Verkehrsregeln wie für den klassischen Autofahrer. Das heißt, überholen darf man nur links und natürlich auf keinen Fall rechts. Und darüber hinaus muss ein gewisser Sicherheitsabstand gewährleistet sein, bliblablu. Mit dem Roller ist es aber so, dass man sich durchaus vorbeischlängeln kann. Es ist nicht legal, es wird nicht geahndet schlichtweg. Beziehungsweise ich kenne keinen einzigen Fall, wo jemand bestraft wurde fürs Vorbeischlängeln. Es ist aber durchaus etwas zu beachten. Wenn du beim Verkehr vorbeifährst, und da musst du ganz klar schauen, am besten am Anfang, dass der ganze Verkehr steht. Fahr nicht vorbei, wenn der Verkehr sich bewegt und schau, dass du ja ein bisschen am Platz hast. Trampel dich auch vorbei, also nimm beide deine Füße in die Hand, stell dich runter vom Roller und trampel am Verkehr vorbei, weil es einfach so sicherer ist und du schneller durchkommst. Es ist ein bisschen wie beim Fahrradfiltern, hätte ich gesagt. Nutze das am Anfang und mit der Zeit bekommst du dann Übung und dann fährst du auch langsam mit Gas vorbei. Beschleunige aber auf keinen Fall über 15 km/h. Es gibt verrückte YouTube-Videos, die sich bei der Autobahn mit 100 durch den Verkehr durchschlängeln. Macht's das nicht, weil dann wird es wirklich gefährlich, denn die Frage ist immer des spontanen Spurwechsels. Der vor dir sieht dich nicht so gut und dementsprechend kann es immer passieren, dass der schnell die Spur wechselt. Du machst aber mit dem Filtern definitiv den Leistungsnachteil weg. Hier kann man sagen, je mehr Wahnsinn, desto schneller bist du in der Arbeit, desto schneller kommst du dorthin. Ist Rollerfahren tendenziell gefährlicher als Autofahren? Das muss man jetzt ganz klar sagen, jein. Denn mit dem Auto kannst du deutlich höhere Geschwindigkeiten haben und deutlich größere Unfälle mit der Geschwindigkeit haben. Beim Roller hast du Unfälle meistens mit niedriger Geschwindigkeit, dementsprechend meistens maximal ein Knochenbruch. Warum ein Knochenbruch? Weil wir halt keine Knautschzone haben wie ein klassisches Auto. Die höheren Geschwindigkeiten bei dem Autofahren machen die Situation aber natürlich gefährlicher. Darüber hinaus bin ich mit dem Motorrad und mit dem Roller einfach deutlich flexibler und deutlich wendiger und kann so gewissen Gefahrensituationen ganz einfach aus dem Weg gehen und muss die nicht folgen. Egal mit welchem Roller du unterwegs bist, der größte Nachteil, der bleibt aber, wenn du das Auto verlässt, und das ist das fehlende Schutzblech vorm Wind und Wetter. Du bist den Elementen ausgesetzt. Du kannst aber natürlich ganz einfach eins machen, du kannst dir hier Ausrüstung kaufen, die dich aus dem Wind rausnimmt, ein größeres Windschild, Heizgriffe, Heizhandschuhe, selbst Heizwesten gibt es bereits für Roller immer und überall. Du kannst da alles haben, was du möchtest und brauchst dir nie Gedanken darum machen, ob das Wetter das Richtige ist, sondern du musst immer die Frage stellen, wie weit bist du zum Commitment bereit. Du hast hier keine Klimaanlage, du hast hier keine Heizung. Im Sommer kann es heiß sein, aber auch deutlich luftiger, wenn du die richtige Schutzkleidung wählst und ein bisschen fahren kannst. Im Auto, na, dann musst du die Klimaanlage hochdrehen, zack, kostet Sprit, kostet Energie, ist nutzlos. Beim Roller ist die Klimaanlage der Gasgriff und natürlich im Winter ist es genau umgekehrt. Je schneller du fährst, desto kälter wird es, aber gegen Kälte kann man sich beim Rollerfahren super easy schützen mit Heizdecken, Heizhandschuhen und Co. Winterreifen gibt es natürlich auch für die Roller, die kannst du dir ganz einfach dazu kaufen. Schutzkleidung ist für mich auch ein richtig wichtiger Punkt und dazu sprechen wir jetzt. Schutzkleidung solltest du beim Rollerfahren tragen. Die Frage stellt sich nur, was taugt heutzutage Schutzkleidung und gibt es vielleicht sogar coole Schutzkleidung für die Roller? Und da muss man ganz klar sagen, es gibt unfassbar viel tolle Schutzkleidung, die du den ganzen Tag tragen kannst, trotzdem einen gewissen Schutzfaktor hast und trotzdem auf dem Roller unterwegs sein kannst. Du hast jetzt nicht mehr die Thematik, dass du irgendwie uncool in die Arbeit kommst, wenn du mit dem Roller fährst, sondern du hast coole, lässige Schutzkleidung, die du tragen kannst. Du kannst halt keine kurzen Hosen tragen im Sommer oder Flipflops. Festes Schuhwerk wäre ziemlich geil und lange Hose wäre auch ziemlich geil. Du kannst es machen, du musst aber dann nochmal deutlich vorsichtiger unterwegs sein, als du das ohnehin bist. Und hierbei muss man ganz klar sagen, da beißt der Roller halt schon ab bei Temperatur und Hitze, hilft dir das Auto dann schon mit der Klimaanlage etwas mehr. Aber ganz ehrlich, eine kurze Hose im Koffer drin, kurz umzogen, fertig ist die Kiste und ich habe kein Problem mehr auch im Sommer. Gerade in der Früh, wenn es kalt ist, ist eine lange Hose eh meistens angenehmer und dann musst du nicht frieren, wenn du in die Arbeit gehst. Denn eins ist auch klar, der Parkplatz vom Roller, der ist immer direkt vorm Büro und da muss kein Meter damit machen.
Auch muss man dazu sagen, in Ballungsgebieten wie zum Beispiel in Wien darfst du mit dem Roller Busspuren befahren, mit dem Auto natürlich nicht. Und auch noch ein riesengroßer Vorteil, den man vom Roller herausheben muss, ist, der Roller, der hier hinter mir steht, der kann ganz einfach überall kostenlos parken. Es gibt in Österreich und in Deutschland noch kein Parkpickerl für den Roller und das ist ein großer Benefit. Genauso wie es keine geschissenen Umweltplaketten gibt. Hier einfach draufsetzen, losfahren, Spaß haben. Auch verspreche ich dir, wirst du jedes Mal, wenn du die Werkstatt musst, mit einem Roller zum Service oder zum Pickerl ein Grinsen im Gesicht am Ende des Tages haben. Denn im Vergleich zum Auto, wo du gut und gerne mal 1000 Euro beim Service liegen lässt, sind es hier vielleicht ein paar hundert Euro, wenn extra noch etwas gemacht wird. Darüber hinaus muss man sagen, die Teile und all das ist ziemlich kostengünstig. Hier geht deutlich weniger kaputt als bei den hochmodernen Autos. Das sind Roller, die dich dein halbes Leben begleiten können und immer funktionieren werden und einfach das machen, was sie wollen. Egal, ob es bei Schnee, Regen, Hagel, Wind oder was auch immer ist. Die einzige Schwachstelle bist du da draußen, wie hart du im Nehmen bist, ob du mit dem Roller unterwegs sein kannst. Hier muss man ganz klar sagen, Suzuki ist da natürlich eine echte Weltmacht im Rollersegment und wenn du dann Suzuki-Roller kaufst, wirst du viele Jahre kein Problem haben. Größere Kubaturen als die 125er Roller gibt es natürlich auch noch. Es gibt den 300er Klasse, es gibt die 400er Klasse und natürlich dann in Zukunft hoffentlich noch mehr in höheren Klassen, in höheren Leistungsligern, denn die Roller sind natürlich super einfach auch in der Bedienung. Du brauchst dir keine großen Fahrkenntnisse am Ende des Tages, du musst dich primär auf den Verkehr konzentrieren. Wenn du ein geübter Autofahrer bist, kannst du mit einem Roller genauso gut fahren. Lerne das Motorrad filtern und vor allem lerne ein bisschen mehr. Du hast keine Knautschzone, du musst flexibler und wendiger sein als alle anderen. Und wenn du die zwei Komponenten halbwegs inne hast und dich im Kopf nicht komplett vergisst und nicht zu radikal vorbeiflitzt an den Autos, sondern den Autos eine Chance gibst, dass sie dich sehen können, dann wirst du auch nicht die großen Probleme mit Unfällen und Co. haben. Aus meiner Sicht ist das eine praktische Alternative und es ist der Hauptgrund, wenn du im urbanen Bereich bist, sind Kosten, Spritverbrauch und auch Geschwindigkeit. Mit einem Roller wirst du am Ende des Tages noch schneller an dein Ziel kommen, weil du eben vorbeikommst und du wirst keine Staus mehr kennen. Egal wer jeden Morgen im Stau steht, ein Rollerfahrer steht niemals im Stau. Und deswegen eine extrem interessante Wahl. Ihr habt es gelernt, ein Roller muss man auch auf seine Bedürfnisse anpassen. Genauso wie wenn man ein Auto entscheiden muss, ob Kombi oder Limousine oder Kleinwagen, musst du auch beim Roller ernsthafte Entscheidungen treffen, die dann ganz maßgeblich deinen Komfort oder Unkomfort sozusagen im Alltag mitbringen. Mit Atlas und mit Avenis und mit Burgmann hast du gute Einstiegsroller, die du mit Autoführerschein fahren kannst, die an Scheißdreck kosten. Und gleichzeitig aber auch diesen echten Mehrwert bieten von urbaner Mobilität, wie uns die grünen Politiker seit Jahren vorheucheln, dass es geben soll. Das hier unter mir ist echter Mobilitätswandel, das hier unter mir ist echt umweltschonend und vor allem auch echt geldbörsenschonend. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, abonniert den Kanal gerne kostenlos. Mein Name ist Tom, danke fürs Zusehen. Haut rein und bitte euch!